Heute möchte ich euch eine neue Fantasy-Buchreihe vorstellen, und zwar Die Schattenherren. Der erste Teil von Robert Corvus heißt Feind. Der zweite Teil heißt Knecht und der dritte Teil heißt Herr. Diese Reihe erschien 2013 und dieses Buch Feind hat 398 Seiten mit einem zusammen mit einem relativ ausführlichen Anhang, wo Namen und so weiter erklärt werden, wie es in einem Fantasy-Buch oft zu finden ist. Ja, hier vorne sieht man ein Schild und da drauf einen roten Baum. Das ist di direkt mit der Geschichte verwoben, denn hier geht es um einen wichtigen Kampf zwischen ja, den Menschen, sage ich jetzt mal, und einer dunklen Macht, den Schattenherren, die die Welt erobern wollen. Und die Menschen stellen sich dagegen und eine der Fraktionen der Menschen sind die Mondschwerter. Und die Mondschwerter sind eine Art religiöser Vereinigung, die ihre Energie aus von der Mondgöttin bekommen. Und eins der Zeichen dieser Mondschwerter ist eben eine besondere Rüstung mit Silber, die mit dem Blut desjenigen Kämpfers verwoben ist. Und dieses Blut bildet Muster, zum Beispiel eben diesen Schild, diesen Baum. Und das Besondere ist, wenn man jetzt in die Nähe dieser magisch begabten Schattenherren kommt, dann leuchtet dieses Rot oder glüht auf, sodass man sieht, dass eben ein Schattenherr in der Nähe ist. Ihr seht, Robert Corvus hat hier in dieser Buchreihe wirklich tolle Ideen verarbeitet. Ich habe jetzt da schon ein bisschen etwas erklärt. Was sich auf jeden Fall auffällig ist, ist, dass hier die Magie mehr oder weniger sehr böse dargestellt wird. Also eigentlich sind die meisten Menschen nicht magisch begabt, die Schattenherren jedoch schon. Und warum ist Magie böse? Das liegt daran, dass es nicht so was Ähnliches gibt wie Astralenergie oder Zauberenergie, sondern die Energie, die man für die Zauber braucht, die kommt nur aus der Lebensenergie. Und zwar eigentlich aus der eigenen Lebensenergie oder eben, so wie es die Schattenherren machen, aus der Lebensenergie von Fremden, von anderen Menschen. Und das macht natürlich die Schattenherren gleich böse, denn sie müssen Menschen umbringen, um ihre Zauber wirken zu können. Das ist aber nur eine der grundlegenden Ideen. Es gibt noch mehr Ideen, ich will jetzt hier nicht alle aufzählen. Es ist auf jeden Fall eine tolle Welt, die Robert Corvus sich hier ausgedacht hat. Ein kleines Manko gibt es eventuell. Es sind sehr, sehr viele Völker, die hier beschrieben werden. Es gibt hier am Anfang auch eine Karte, ich kann sie vielleicht mal zeigen. Also hier sieht man auch schon sehr, sehr viele verschiedene Völker, die hier aufgezeigt sind und auch im Buch genannt werden. Das hat mir nicht so ganz gefallen, weil es einfach dann am Anfang ein bisschen zu viel war. Doch zum Ende hin hat Robert Corvus sich da eben ein paar Völker rausgepickt, wie zum Beispiel die Melir, die einen Stiergott anbeten. Und diese rausgepickten Völker hat er dann ein bisschen mehr charakterisiert durch die Geschichte, sodass sich da ein bisschen mehr Gefühl für diese Völker entwickelt hat. Ja, was gibt's noch zu sagen? Die Geschichte ist relativ geradlinig. Eigentlich spielt das Ganze ja auf einer Reise des Hauptcharakters Helion. Und zwar Helion will ein Mondschwert werden. Das schafft er auch ganz am Anfang in der Hauptstadt Arkene. Dann wird er in den Krieg geschickt. Da geht's nach in eine Burg, wo Silber geschürft wird. Warum ist es so wichtig, dass gerade diese Burg verteidigt wird? Das ist die letzte Silbermine, die noch in den Händen der Menschen ist. Und Silber ist das Einzige, was die Schattenherren verletzen kann. Und ihr seht natürlich, ohne Silber ist der Krieg auf jeden Fall verloren. Das heißt also, diese Burg muss auf jeden Fall gehalten werden. Und dann gibt es dort eine große Schlacht und Pipapo mit allen möglichen Effekten. Und danach geht es dann eben weiter zur letzten Station. Also ihr seht, es ist relativ geradlinig und einfach aufgebaut. Und ich habe auch das Gefühl, dass relativ wenig in dem Buch passiert. Das hört sich jetzt schlecht an, aber es ist ein gutes Zeichen. Denn in allen Büchern, die ich bisher gelesen habe, die mir besonders gut gefallen haben, hatte ich immer das Gefühl am Ende des Buches, dass eigentlich innerhalb dieser 400 Seiten relativ wenig passiert ist. Und trotzdem hat sich eine sehr, sehr dichte Welt dadurch ergeben. Also, das ist für mich eigentlich ein sehr gutes Zeichen für ein Buch. Der erste spannende Moment ist, wo Helion sich beweisen muss und nicht ganz sicher ist, ob er es schafft, sich als Mondschwert zu etablieren. Das ist auch ungefähr ab Seite 52. Ihr seht also, es ist ein bisschen Vorlauf in dem Buch und ab Seite 52 ist dann
geht es dann richtig los, dass der erste Spannungsmoment kommt eben und die erste Frage nach dem Verlauf und so weiter. Insgesamt gibt es sehr, sehr viele Umschwünge in der Geschichte. Das heißt also, die Handlung dreht unvorhersehbar, sehr viele Hauptpersonen sterben und die Geschichte bewegt sich meistens am Limit. Das heißt also, die Personen machen auch immer versuchen auch immer das Größtmögliche, um ihr Ziel zu erreichen, und dadurch wird die Geschichte auch sehr glaubhaft und man nimmt Robert Corvus auch ab, dass es wirklich um etwas geht. Also, dass die Charaktere wirklich versuchen, mit aller Macht ihre Ziele zu erreichen. Also, das ist schon mal sehr gut. Und ich hoffe auch, dass es sich in den nächsten Teilen vielleicht sogar noch zuspitzt, denn so eine Trilogie ist ja meistens auch so aufgebaut, dass sich im letzten Teil nochmal alle Konflikte verdichten sollten. Ja, zur Sprache in dem Buch. Ich muss sagen, die ersten Seiten waren ein bisschen schwierig zu lesen. Robert Corvus hat so eine ganz eigene Rhythmik, Sätze aufzubauen mit Kommata und so weiter. Das war am Anfang ein bisschen schwierig, aber nachdem man die ersten 20, 30 Seiten gelesen hat, kommt man in diesen Rhythmus sehr gut rein. Und zum Ende hin wird es wirklich immer besser zu lesen. Die Sprache selbst ist kräftig und klar. Was nicht so ganz gelungen ist, meiner Meinung nach, ist die Beschreibung von einigen der größeren magischen Geschichten, also Sachen, die eigentlich in unserer Welt nicht vorkommen. Da hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass es teilweise nicht immer so ganz 100% klar beschrieben ist. Andererseits aber andere Sachen, die jetzt menschliche Körper oder Schlachten oder so weiter betrifft oder Kämpfe, die sind wirklich sehr, sehr gut und auch mit den passenden Worten beschrieben worden. Also ich bin gespannt auf die nächsten beiden Teile und werde darüber natürlich auch in einem Video berichten. Ich wünsche euch immer genug Muße zum Lesen, euer Dominik Schmeller.